Diese Bargeldabschaffung wird hauptsächlich aus zwei Gründen vorangetrieben. Um den Menschen den Fluchtweg aus den Negativzinsen abzuschneiden und um sie in den zukünftigen Stürmen besser überwachen und kontrollieren zu können. Weil es sehr wichtig ist, diese Bargeldabschaffung richtig einzuordnen, hier noch ein paar Hintergründe. Geld gibt es weltweit in zwei verschiedenen Formen. Zum einen als Bargeld, also in der Form von Münzen und Banknoten, und zum anderen als Buch- oder Giralgeld, also heute fast ausschließlich in elektronischer Form. Beide Geldformen existieren gleichberechtigt nebeneinander her. Das heißt, ob ich etwas bar bezahle oder ob ich Bargeld losbezahle, also per Überweisung mit der Kreditkarte oder über das Handy, der Betrag, den ich zahlen muss, ist immer der gleiche. Und trotzdem besteht zwischen den beiden Vorgängen ein grundlegender Unterschied. An einer Barzahlung sind nämlich nur zwei Parteien beteiligt, der Käufer und der Verkäufer, sonst niemand. Bei der bargeldlosen Zahlung ist das anders. Da ist außer dem Käufer und dem Verkäufer immer auch ein Dritter beteiligt, nämlich ein Finanzdienstleister, also eine Bank oder ein Kreditkarteninstitut oder ein Internetbezahldienst. Dieser Dritte weiß nicht nur über alle Zahlungsvorgänge Bescheid, er kann diese Informationen auch weitergeben, zum Beispiel an interessierte Unternehmen oder auch an staatliche Einrichtungen. Für uns alle bedeutet das, jeder einzelne Zahlungsvorgang, an dem wir beteiligt sind, wird registriert. Wir können komplett durchleuchtet, kontrolliert und überwacht werden. Und da die Zentralbanken in der nächsten Krise mit Sicherheit gezwungen sein werden, die Zinsen noch weiter zu senken, erwartet uns Folgendes. Sofern wir unser Geld einem Finanzinstitut anvertrauen, werden uns selbst bei kleineren Beträgen darauf keine Zinsen mehr gezahlt, sondern abgezogen. Und als Gegenwehr bliebe nur die Möglichkeit, sich das Geld bar auszahlen zu lassen. Aber genau dieser Ausweg wird uns durch die Abschaffung des Bargeldes abgeschnitten. Und das heißt, wir hätten keine Chance mehr, uns gegen eine von den Zentralbanken angeordnete Teilenteignung durch Negativzinsen zu wehren. Und wer jetzt meint, das sei eine allzu düstere Zukunftsvision, noch sei das Bargeld ja nicht aus der Welt, der sollte sich den Vorschlag ansehen, den die mächtigste Finanzorganisation der Welt, der Internationale Währungsfonds IWF, 2018, also im vergangenen Jahr, ins Gespräch gebracht hat. Der Plan des IWF sieht vor, die gesamte vorhandene Geldmenge in zwei Parallelwährungen einzuteilen. Bargeld einerseits, elektronisches Geld andererseits und auf das Bargeld Strafzinsen zu erheben. Das heißt, bei einem Kauf würde man bei Barzahlung mehr auf den Tisch legen müssen als bei bargeldloser Zahlung. Eine solche staatlich angeordnete Entwertung des Bargeldes würde mit absoluter Sicherheit auf heftigen gesellschaftlichen Widerstand stoßen. Aber sowohl der Staat als auch die Finanzelite haben in der Vergangenheit mehr als einmal gezeigt, wenn es um den Erhalt des bestehenden Finanzsystems geht, sind sie bereit, zu immer extremeren Mitteln zu greifen. Auf jeden Fall wäre eine solche Erhebung von Strafzinsen die wirkungsvollste Art, das Ende des Bargeldes herbeizuführen, schnell, effizient und über alle Ländergrenzen hinweg.